In diesem Spiel ist immer Brisanz drin. B-Junioren, Regionalliga Nordost, RB Leipzig trifft auf Hertha BSC. Und Lorenzo Massimiliano Coco, der Top-Torschütze der Leipziger mit 13 Treffern, will es heute wieder richten. Die Hertha nach 0-2 Rückstand das Hinspiel 3-2 gewonnen mit gutem Lauf. Die Leipziger in Weiß-Rot von links nach rechts mit eigentlich dem besseren Start. Doch hier pennt die komplette Abwehr und Toni Rölke läuft allein auf Eutinger. Eutinger trifft ihn oder auch nicht. Schiedsrichter Christopher Gaunitz zückt den gelben Karton und zeigt auf den Punkt. Schwierige Situation, da sieht man es unten rechts. Trifft er ihn an seinem rechten oder Rölke fädelt sich gut ein in Profimanier. So hundertprozentig kann man es nicht erkennen. Der Elfmeter für Kesik. Und das 0-1 bereits nach 7 Minuten. Kesik, ja auch schon 3 Länderspiele für die U16 von Christian Wück. Ein souveräner Schütze. Eutinger zeigt ihm die Ecke an. Er schießt trotzdem dahin und trifft. RB keinesfalls geschockt und sowieso mit gutem Beginn. Schöner Doppelpass hier und Coco ist durch. Coco! Doch nicht genau genug. Gute Chance. Und auf der anderen Seite? Ja, Ecke, Kopfball, Tor! 0-2! Und es war die Schulter vom Kamkain Kamole. Eigentor. Milan Kreminovic lässt sich zwar feiern, aber es war eigentlich ein Eigentor. RB trotzdem nicht geschockt mit Luis Klein, auch schon zweifacher Nationalspieler der U16, setzt sich hier stark durch, aber heute auch nicht mit Zielwasser gesegnet. Und Hertha, ja, Hertha nutzt die Räume, Hertha spielt das souverän und wunderschön. Toller Schnittstellenpass, zurückgelegt und 0-3. Mustafa Abdulatif. Schnörkellos. Beide Mannschaften ja mit Verletzungssorgen. Bei Hertha und auch bei RB spielen heute Spieler aus der U15. Es ist ein seltsames Spiel. RB gefällig dabei, aber Hertha eiskalt. Abdulatif auf Kesik. Kesik, Kesik mit einem Traumtor. 0-4. Was war denn bitte das für eine Granate? Und er jubelt wie ein Großer. Ganz cool. Ja, habe ich mal eben so gemacht. Aber jetzt. Juhu, Jungs, das war mein zweites. Und was für ein wunderschöner Treffer. Marke Traumtor des Monats. Robin Peter, der Trainer von RB hier rechts im Bild, hat viel zu besprechen mit seinem Team. Aber es bleiben ja noch 40 Minuten. Und die, ach, die sind leider nicht annähernd so spannend wie die erste Hälfte. Tim Schliemann auf Toni Rölke. Picke, Tor, 0-5. Er jetzt Top-Torschütze der Hertha in der Regionalliga. Hier mit der Picke findet er die Lücke. Ja, und Oliver Reis, Hertha BSC-Trainer, oh, dem reicht das noch nicht. Nee, und einem auch nicht. Maurizio Nseh Oyana, der Mann aus Äquatorialguinea. Schöner Abschluss. Und wenn er sich schon mal annähert, dann kann er es ja auch noch mal besser machen. Pass von Seidel und wieder Oyana. 0-6. Und was er mit diesem Jubel sagen will, ach, vielleicht verrät er es uns mal. Souverän vor Fabian Eutinger. Kopf oben und ins lange Eck. Und Fabian Eutinger, der darf auch noch mal zeigen, was er kann. Gute Parade hier und noch bessere Parade gegen Oyana. Kommt Jungs, da ist noch was möglich. Und auf der anderen Seite Jasper Kühn. Ja, was macht denn der? Souverän das ganze Spiel.
Oh, klasse Tat. Und dann zeigt er nochmal, warum er Torhüter bei Hertha BSC Berlin ist. Ja, das macht einen guten Torhüter aus. Jasper Kühn, wenig zu tun. Und wenn, dann macht er es bravourös. Hertha BSC in allen Belangen überlegen und schießt sich warm für das Derby am Wochenende gegen Union Berlin. Und Leipzigs Trainer Robin Peter weiß auch mit der Niederlage was anzufangen. Lernen, ja, ja, für die Jungs sind das total wichtige Erfahrungen, auch solche Spiele mal mitzuerleben und was da so in einem vorgeht und welchen Schweinehund man dann noch überwinden muss. So dass das einfach dazugehört zum Nachwuchsfußball. Ich glaube, dass die Spieler der Mannschaft großteils ja doch Spiele gewinnen und dann ist es, glaube ich, jetzt auch auf dem Weg zum Erwachsenwerden lehrreich, so eine Erfahrung zu machen, auch wenn es natürlich total unangenehm ist und definitiv keinen Spaß macht. Ja, Leipzig bestimmt ohne Spaß bei der höchsten Saisonniederlage. Am kommenden Wochenende geht es zu Rot-Weiß Erfurt und dort mit der Chance auf Wiedergutmachung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.